Hallo zu Resident Evil Revelations 2 zurück. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ja. Yeah. So, lass uns loslegen. Ja, du musst das Level. Ah, ich kann das auch starten, okay. Gut. Du kannst das auch machen. Nee, doch nicht. Das nicht, genau. Wir machen mal tägliche Mission. Das geht nur, wenn wir auf einem. Ach, wir sind auf einem Level. Hast du weitergespielt? Du Gangster. Nein, eigentlich nicht. Alter. Muss ich noch auf Einsatz, genau. Ja. Machst du? Ja, ich bin voll dabei. Du musst nur spielst. Ja. Supi! Yep. Supi! Brr! Was hast du jetzt für eine Mission gemacht? Okay. Tägliche Mission. Eine Daily. Ach, da muss ich wieder an WoW denken. Das macht mich traurig. Macht es dich das? Ah! Du hast mich. Achso, nee. Doch nicht. Ich dachte, du hast mich geschlagen. Ich werde misshandelt. Meine Brownies sind fertig. Ich höre das von unten, Alter. Da musst du aufpassen, dass dein Dad die nicht alle wegsnackt. Nee, tut er nicht. Ja. Ja. Der darf das gar nicht. Der macht das auch nicht. Er macht ja nicht gerade. Weight Watcher. Mhm. Alles klar. Ja. Er zieht das auch richtig durch. Voll crazy shit. Ja, vielleicht müssen wir in eine andere Richtung? Ja, ah ja, das war die Map, wo wir mal. So, boom, wo wir mal irgendwie. Ey, das ist doch hier, was wir hier gerade spielen, ne? Ja. Das ist doch nicht Stufe 22. Doch, die Gegner sind Stufe 22. Du siehst das doch sogar bei denen. Steht doch sogar Stufe 22. Ja, weil so wie man die, so viel, wie man die killt hier. Und das mit dem Shadowplay war übrigens genau das, was ich vermutet habe. Weil du keinen Tunnel hattest. Ja. Und den Tunnel hatte ich nicht. Jetzt wird's fast schon ein bisschen peinlich. Ich hatte den Tunnel nicht, weil mein Datum auf 24.12.2016 stand. Nicht ernsthaft, oder? Warum auch immer. Ja, doch, ernsthaft. Das, und dann hat Google gemeint, nee, du bist voll der Hacker und so. Dein Datum. Oh Mann, wie hast du dein Datum umgestellt? Ich hab's gar nicht umgestellt. Das war einfach so. Warte mal, hörst du mich doppelt? Ich höre nämlich. Sehe nämlich irgendwie. Du fragst, ob ich dich doppelt höre, weil du doppelt siehst? Nein, weil ich. Ich sehe hier gerade, das Mikrofon blubbelt da so rum oben links in der Ecke. Ich höre dich nicht doppelt. Das ist super. Ich habe das tatsächlich auch irgendwie gehabt mit Lasse und dann habe ich es ausgestellt, einfach in-game. Nö, ich höre dich ja nicht doppelt, aber es sieht halt so aus, als würde man irgendwas doppelt hören, weil das Mikrofon so. Ja, ich habe mein Mikrofon dafür nicht ausgestellt. Alles klar. So ein Sound-Wiedergeb-Animation. Ich glaube, das ist bei dir oben links auch. Ja, habe ich auch. Weil da die ganze Zeit was durchgesagt wird, aber ich habe einfach gemutet, also vom Game aus. Ja, ich wahrscheinlich dann auch. Boah, es war einfach abgefuckt. Na, stell dir vor, du machst so eine Random Lobby. Boah, Nasenbär am Start. Ja, Ritt, wir brauchen Nasenbärs, Thumbnails. Ja. Das habe ich irgendwie dann nicht mehr. Hab ich dann in Vergessenheit zu sagen. Jetzt haben wir nur noch, haben wir krasse Hentai-Thumbnails. Er ist ja noch edgy. Ja, sorry. Immer die Leute, die zu Hentais Anime-Pornos sagen. Also. Halt drauf an, ob man sich in der Materie auskennt. Ja, aber wenn man mal ein Anime gesehen hat. Ja, oder die. Es ist genauso wie die Leute, die. Ach, wir machen die Zombies noch zu Ende. Also wie die Leute, die sagen, ja, diese Manga-Filme da. Oder Animes sind für Kinder. Ja, oder Animes sind für Kinder, das ist eh der Hammer. Helsing! Ultimate. Ja, gut, abgesehen von solchen, gibt's ja auch manchmal voll die tiefgreifenden Stories. Mhm. Ja, also Helsing Ultimate ist schon nett. Hast du einfach die Münze ohne mich gekickt? Ja. Ist auch nur so 3,2% blutig. Also. Nee, also echt gar nicht eigentlich.
Also, wirklich? Wenn man unter 10 ist, sollte man sich den auf jeden Fall unbedingt angucken. Helsing Ultimate? Auf jeden Fall. Ist auch minimal verstörend. Nicht, überhaupt nicht, meine ich. Gar nicht verstörend. Nee. Also, ich finde, das ist eigentlich ein relativ friedfertiger Anime, der einem lernt, das Leben zu schätzen. Ja, und ja. Und Vampire sind böse. Und einem zeigt, wie schön die Welt ist. Nein, der zeigt dir eigentlich, dass Vampire eben nicht böse sind. Die sind gar nicht so fies. Die wollen eigentlich voll nette Sachen. Genau, weil Alucard ist nämlich ein lieber Dude. Hey, seine Methoden sind zwar manchmal ein bisschen unkonventionell, so ein bisschen. Bisschen. Oh lol, Lebenskristalle. Mit Lebenskristalle können sie wiederbelebt werden. Ich hab da 12 von. Ich hab da noch nie einen ausgegeben. Ich hab da auch 12 von. Lol, wie funktioniert denn das? Richtig. Rot und blau. Hier steht mir jetzt gerade angezeigt, deswegen lese ich das mal ganz kurz durch. Jawohl. Aha, die Funktion ist dieselbe, aber blaue werden zuerst aufgebraucht. Alles klar. Rote haben wir irgendwie überhaupt nicht. Also ich hab keine roten. Aber wenn sie tägliche Missionen spielen, können sie welche dazu verdienen. Rote Lebenskristalle können immer unerschöpfbar werden. Ja. Okay. Ei. Gut, was? Bist du Stufe 26? Nein, 25, soweit ich, wenn ich das nicht falsch gesehen habe. What? Ja, doch, 26. What? Boah. Ich bin schon 23. Hä, warum bin ich gerade so viel aufgestiegen? Hä, vielleicht der die Dailies hostet. Okay, mal an, wenn mehr ich EP. Weil du warst auch auf einmal 2 höher als ich. Wir haben aber noch keine Dailies gemacht. Doch, einmal schon. Boah, guck mir dir an, wie ich so zurückfahre. Ja, wir können jetzt auch das nächste Level machen. Ja, du musst das ja starten, deswegen. Hauptmission, was gibt's denn da Tolles? Okay. Achso, Stufe Dings 3 können wir noch gar nicht. Das 2. Hier haben wir noch gar nichts abgeschlossen. Na, du hast jetzt voll den Vorsprung, du Gangster. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch spielen kannst. Natürlich. Hä, weil da stand noch gar keine Zeit bei uns, Jan. Hä? Was? Da stand so, dass wir da stand keine absolvierte Zeit. Okay. Also sind halt Dailies, glaube ich. Achso, ja, das haben wir letztes Mal erst freigeschaltet. Ah, okay. Da haben wir gerade aufgehört, glaube ich. Weil du ja sonst immer so meintest, ja, das war das, was wir drauf hier, wo wir ganz zum Ende hin drauf hingearbeitet haben und dann haben wir aufgehört. Aufgestoßen sind. Und wir haben ja in den letzten Folgen die Abzeichen gesammelt, damit wir das machen können. Soweit ich mich recht erinnere. Außerdem sind das ja auch ja nur Wiederholungslevel. Ja, ich meine die Stufe 19. Ja, das ist natürlich High Quality. Ja, Verteidigungslevel ist auch mal ganz chillig. Ja. Ilalulala, Lali, ich glaube, ich probiere gleich meine Brownies. Ich bin so richtig Gangster und esse Brownies, Alter. Ja. Naja, Brownies essen ist Gangster, also. Ja, Brownies essen ist Gangster. Vor allen Dingen habe ich die so. Habe ich so komplett selber gemacht, Alter. Also wenn die nicht gut wären. Ah ja, also ich muss sagen, ich wollte den gerade umnieten. Ich wollte mal ein bisschen Zeit lassen. Achso, ja, okay. Dann laufe ich jetzt dieses beschützte Ding rum. Ich will jetzt mal was messern, ich messe nicht was. Das wirst du nicht hinbekommen. Du haust für 20 Stunden lang mit einem Messer auf irgendwas ein, bis es stirbt. Außerdem triffst du nicht, wenn das so ein hässliches Lauf wie... Oh, ich habe ihn gemessert. Hashtag... Get raped. Oh lol, der hat was gedroppt. Weil seit wann droppen Tiere irgendwas? Oder heißt nur, wenn man sie messert? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich denkt das Spiel dann, du hast keine Munition mehr. Wenn du die Messerfunktion benutzt oder so. Oh lol, du hast recht, das wäre logisch. Das wäre auf jeden Fall nicht dumm einzubauen. Hm. Warte, ich mach mal so. Oh scheiße, oh, das war ein One-Hit. Ja. Ich sollte vielleicht nicht mehr in eine Anaconda auspacken. My Anaconda. Jetzt kannst du Munition sparen. Ist billiger. Und mein Resident Evil, der immer zu wenig Money hat. Oh, ich wollte gerade Messer. Ich. Kennt jeder das Problem, zu wenig Geld in Resident Evil? Ja, kennt jeder.
Naja, ich glaube nicht, dass das Spiel so viel spielen, aber kennt jeder. Lass mich den messern. Oh Mann, oh! Den messer ich jetzt aber. Oh Leute, ich hab gefehlt. Oh Mann! Weine gleich. Weine gleich? Ja. Ich stehe gar keine Zeit mehr dran, kann das sein? Ah, oh lol. Da steht gar keine Zeit dran. Inshallah. Ja, die. Es steht nur ein M für einen Meter. Mann, nicht blöd. Nö, also der hat jetzt nichts gedroppt. Vielleicht nur eine höhere. Drop-Chance oder so. Höhere Drop-Chance. Boah, wie lassen die Gegner hier voll ran? Wir sind ja cuten Boys. Ich hab gedacht, wir machen's krass spannend, weißt du? Ja, warte, jetzt lass den das mal so knapp zerstören lassen und dann töten wir den. Ja. Alter, ist dies viel langsam. Es wird heute nichts mehr. Mal gucken, was er fertig ist. Das Level oder bis der Typ da ist? Ah, nee, wir müssen wahrscheinlich den Typ fertig machen. Das könnte der letzte sein, oder? Das ist der letzte. 34 von 35 Gegner besiegt. Ah, ja, ich seh's. Hey, du musst mal dieses. Mach mal ein bisschen schneller. Ja, das. Okay, ist es tot? Ja, es hat jetzt lang gedauert. Abgeschlossen, Abzeichen, Mission abgeschlossen. Juhu. Aufräume, Abzeichen. Dafür muss man halt krass sein, einfach. Das haben wir wieder richtig aufgeräumt. In der Hort. Ich habe ein neues Sturmgewehr bekommen. Aber das wird wahrscheinlich so Level 19 sein. Nice. Kann ich nicht hier brauchen. So. Haben wir jetzt irgendwie noch eins, oder? Bin ich ganz sicher. Ja, komm, eins geht noch. Einer geht noch rein. Dann geht noch rein, so sieht's aus. Alles klar, warte, ich guck mal. Ah, nee, wir machen einfach weiter. Ich müsste jetzt nicht unbedingt groß was ausrüsten. Ich kann mir noch eine Waffe kaufen, doch. Machen wir mal. Wieder irgendwas wegschmeißen. So zwischendurch eine Waffe kaufen, ist vielleicht ganz nett. Kaufen wir mal hier so eine MPAB50 Stufe 24. Hört sich sehr gesund an. Ach Leute, ich kann die auch beurteilen lassen, da war ja was. Waffen. Nee, nicht gegen die AK. AK. Anaconda 18. Oh lol, da war was, nämlich was anderes. So, ich habe jetzt mal wieder eine MP drin statt eines. Neues. Eine 2005er M. Oh. Oh. Das könnte höher vom Level? Nee, genau dasselbe Level. Nämlich 18. Aber. Ich habe nämlich nur Level 18 Waffen hier. Was? Aber die Anaconda ist krasser. Was? Wie viel Schaden macht denn deine Anaconda? Meine Anaconda macht 7200 Schaden. Ja gut, meine macht nur 6300. Ja, meine ist auch Stufe 21. Ja. Ich gehe mal in den Shop. Oh, echt, Stufe 26er Waffe. Geht und mein Level. Oh, die hat zwar nur eine 6525, aber die hat einen 1, 2, 3er Attack Speed. 1, 2, 3. Crazy. Crazy. Ein Roller. Gay. Ich muss mal Geld rausbekommen, Alter. Ich muss mir Sachen kaufen. Sonst habe ich zu viel Geld. Warte mal. Da kann ich mir noch kaufen. Eine AMR Stufe 26. Also großes Gewehr. Also, ich habe jetzt eine NSR. Ich kenne nur Motorrad, das NSR. Egal. Eine Sniper. Die hat 13.000 Schaden. Boah, Sniper hatte ich mal so eine Level 10er. Die war richtig kacke. Ich überlege, ob ich mir die mal gönne. Ja, mach doch. Mach doch. Aber gegen was soll ich die dann eintauschen? Das lohnt sich nicht. Gegen deine Shotgun. Nee. Gegen meine Shotgun viel zu sehr lieb. Gegen dein Schießgewehr. Gegen mein Schießgewehr. Ich hab meine Shotgun viel zu sehr lieb, Alter. Dein Shotgun? Mein Shotgun. Nee, ich hab jetzt für die Shotgun die MP ausgerüstet. Dann habe ich meine Anaconda und meine NSR. Mann. So. Die Leute, die dieses Motorrad kennen, müssen jetzt denken, dass wir hier mit einem Motorrad auf der Map rumfahren. Junge. Alles klar, Jan. Ja, wir fahren jetzt mit der NSR in Resident Evil. Mhm. Das ist aber ein altes Motorrad. Also nicht so alt, aber älter. Was
fast alt für dich. Kein Chopper. Okay. Es ist kein Motorrad. Es ist ein Chopper. Nice. Von wem ist dieses Chopper? Nein, von wem ist dieses Motorrad? Von wem ist dieses Motorrad? Nein, es ist kein Motorrad. Es ist ein Chopper. Oha, dem Typen, werden wir jetzt angezeigt, weil wir illegal Filmzitate zitieren. Ja. Von wem ist und dem Typen, dem das Chopper gehört, der ist tot. Stärtest du? Stärtest du? Ach ja, sorry. Noob. 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 Ah. So. Das ist das gleiche Level, aber Kopf hoch. Hä? Nein, das war das von der Daily, Jan. Okay. Was auf dem Boden, liegt, könnte noch leben. Jetzt nicht mehr. Nee, das Kräuchchen vielleicht ist unter uns. Die steht nicht mehr auf. Doch, das stand gerade noch auf. Ich dachte, das Feuervieh. Tut mir leid. Ja, sorry, du Pisser, du bist halt minderwertig. Mama. Deine Mama. Wir dürfen halt diesmal nicht vergessen, dass wir hier auf die, in die falsche Richtung gehen. Nee, tun wir nicht, aber hier spawnen ja auch Zombies, also ist ja egal, wo wir lang gehen. Hauptsache, wir töten Zombies. Ja. Und Zombies für die Quote. Das ist unser Quoten-Zombie. Boah, Leute, war der gerade golden? Ja, ne? Für der crazy Motherfucker. Boah, ich der will hat bestimmt davon. Jetzt 30 Milliarden Gold gebracht in der Statistik. Sicherlich. Ich muss das aus dem Video rausschneiden. Ich finde, das wäre doch... Nein, egal. Hä, was? Oh, lol. Was muss seit wann haben Kugeln einen Durchschuss in diesem Spiel? Na, no. Ich habe gerade mit einem Revolverschuss zwei Zombies getötet. Ich glaube, das ist normal. Junge, dieser Rückstoß von der MP ist crazy, Motherfucker. Bin mal gespannt, ob meine braunen Typen was geworden sind, ey. Schnell so Rezept aus dem Internet rausgesucht. Das sind American Brownies extra saftig. Extra saftig. Ey, wenn die jetzt nicht extra saftig sind, ne? Dann werde ich saftig. Auch nicht. Ich weiß nicht, aber wie ist es möglich, in diesem Spiel zu sterben? Wie? Lasse hat's geschafft, aber in High-Level-Levels. Ja, in High-Level-Levels. Also man muss halt, glaube ich, einfach schon richtig scheiße sein. Also, es geht nicht. Halt... Du böser Bub, du. Ja. Yes, yes. Yes, yes. Oh Mann. Machen wir mal kein Level mehr, ne? Ja, das war's dann erstmal wieder. Oh, eine Abmoderation. Wir sind ja richtig fortschrittlich. Ja, ne? Haben wir schon mal gemacht. Krass, nein, ne? Nein, haben wir nicht. Oh ja, aber in der letzten Folge. Ja. Ja. Okay. Ja. Bis dann. Tschüssi.